Hier präsentieren wir die 5 beste Wärmepumpentrockner-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Siemens WT47W5W0IQ700 Wärmepumpentrockner. Insbesondere die Liste der einzigartigen Programme ist extrem lang. Zumindest können Sie zwischen diesen Optionen wählen: Wollbeschichtung, Handtücher, Patchworks, Mix, Kissen, kalte Zeitprogramm, gemütliches Zeitprogramm, Baumwolle oder künstlich, sportlich plus, allergische Reaktion plus Gesundheit, Tessu, Hampton T-Shirts und Super 40. Ähnlich wie viele andere Werkzeuge aus dem großen Wärmepumpentrockner-Kontrast wurde dieser Trockner mit einem selbstreinigenden Kondensator ausgestattet, damit Sie sich diesen Reinigungsbetrieb in Zukunft sparen können. Die feuchtigkeitsgeregelten Trocknungsprogramme können Ihre Wäsche dank des Soft-Design-Dienstleisters zusätzlich besonders schonend trocknen. Nummer 4. Bosch WTW875W0 Serie 8 Wärmepumpentrockner. Der freistehende Frontlader in Weiß ist recht friedlich mit einem Schallauspuff von 62 Dezibel im Gegensatz zu einigen anderen Modellen aus dem riesigen Wärmepumpenkleidertrockner-Kontrast. Neben diesen Funktionen wurde auch auf eines der wichtigsten Komfortmerkmale wie einen selbstreinigenden Kondensator, eine sinnvolle Restlaufanzeige, Faltenverteidigung, den einfachen Bildschirm und auch den Feuchtigkeitssensor geachtet. Der 55 Kilo Wärmepumpentrockner hat ein spezielles Anti-Vibrationsdesign. Dies ist in Form der speziellen Oberfläche im Bereich der Seitenwände offensichtlich. Dadurch entsteht eine sehr stabile Struktur, die die Vibrationsvielfalt beim Einsatz des Bosch-Kleidertrockners senkt. Die feuchtigkeitsgesteuerte Trocknung Ihrer Wäsche ist nicht nur außergewöhnlich schonend, sondern zusätzlich spezifisch. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Beko DPS 7405W3 Wärmepumpentrockner. Wie bei einigen anderen Werkzeugen aus dem großen Wäschetrockner-Kontrast ist der Beko DPS 7405W3 Wärmepumpenkleidertrockner ein freistehender Frontlader in Weiß, der zu Ihrer Sicherheit mit einem praktischen Kinderschloss ausgestattet wurde. Dieser Wäschetrockner nutzt ebenfalls entscheidende Funktionen wie Anti-Faltensicherheit, die handliche Feuchtigkeitserfassungseinheit sowie ein Restlaufschild. Zusätzlich zur Anfangsverzögerung gibt es zusätzlich eine vorprogrammierte Endzeit. Das genaue Gleiche setzt auf die Wappentrommel und wohltuende kurze und auch spezielle Programme. Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal, und auch Sie können zusätzlich von der hilfreichen Trommelbeleuchtung profitieren. Der übersichtliche Bildschirm wird Sie natürlich sofort erziehen, sobald Sie den Behälter löschen sollten. Nummer 2. Siemens IQ700 WT46W261 Wärmepumpentrockner. Wenn man bedenkt, dass der Siemens WT46W261 IQ700 Wärmepumpenkleidertrockner ständig dafür sorgt, dass sich große Mengen Fussel nicht im Kondensator sammeln können, kann der Trockner dauerhaft mit einem relativ reduzierten Energieverbrauch auflaufen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das 40-minütige Trocknungsprogramm, das Ihre Wäsche in kürzester Zeit trocknet. Mit diesem Trockner können Sie sich zusätzlich auf das nützliche Outdoor-Austrocknungsprogramm verlassen. Davon können funktionale Stoffe nur profitieren, da sie ihre einzigartigen Wohn- oder Gewerbeeigenschaften auch nach dem Trocknungsprozess behalten. Dies ist der beste Weg, um nicht nur Sport, sondern auch Outdoor-Kleidung zu trocknen. Und die Nummer 1 unserer Liste, AEG T886685 Wärmepumpentrockner. Mit dem AEG T886685 Wärmepumpenkleidertrockner können Sie bis zu 8 kg Wäsche pro Austrocknungszyklus auslaufen. Das Tool ist dadurch zusätzlich für Mehrpersonenhaushalte geeignet. Der hervorragende Leistungsverlauf von A++ macht dies bei einem relativ reduzierten Stromverbrauch möglich. Wer dagegen Geld sparen möchte, kann diesen Trockner mit dem Energieeffizienzkursprojekt A++ bekommen. Der Trockner, der 52,5 kg bewertet, hat folgende Maße: 66,5 x 60 x 85 cm.
Die zu erwartende jährliche elektrische Energieaufnahme beträgt 177 Kilowattstunden Strom, wobei die Informationen hiervon in der Regel von Ihrem tatsächlichen individuellen Verhalten abhängen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.